Bisa News 15/2011. Die News der letzten 14 Tage von bisafans.de in einem Video. Eine Produktion von Pikafreak und Hyperballfänger. Pokémon News. Schwarz-Weiß-Event. Weitere Orte. Nun gibt es neben Toys R Us und GameStop bzw. Karstadt, Laukops und Schnuthelm auch bei der Nintendo Truck Summer Tour 2011, die unter anderem auf der Animagic und auf der Gamescom anhält. Neues im Global Link. Nun gibt es neue Sieger Skins. Die Aktivierung des Skins Picochilla ist nun mit dem Passwort PGL Welcome möglich. Das Ganze geht bis zum 12.07.2. Global Battle Union. Die Top 100 der Spieler in der Global Battle Union Saison 1 sind von nun an online. Pokémon Rumble Blast. Das Spiel ist ab 11.08.2011 in Japan, ab 24.10. in den USA erhältlich. Wann es in Deutschland bzw. Europa erscheinen wird, ist derzeit unklar. Ein japanischer TV-Werbespot zum Game könnt ihr nun auf flip.de ansehen. Neue Updates auf der offiziellen japanischen Website mit Passwörtern. Zetap ist für japanische Handys da. Android-Nutzer müssen nur noch wenige Wochen bzw. Monate warten, bis sie auch dieses tolle Spiel nutzen können. Pokémon Company zu DS und 3DS. Tsunekazu Ishihara verriet, dass es in diesem Jahr in Japan noch mehr Spiele für den DS und 3DS mit dem Thema Pokémon gibt. TCG. Neue Schwarz und Weiß Erweiterungen. Ab September. Ab 28. September 2011 ist die Schwarz-Weiß Erweiterung Aufstreben der Mächtigen mit 98 Karten sowie die zwei neuen Themendecks Powerplay und Giftstreich erhältlich. Newsticker mit weiteren News. Das offizielle Pokémon-Magazin Nummer 45 ist nun für 2,90 Euro erhältlich. Auch die Game Master Ausgabe 8 2011 ist nun für 2,99 Euro erhältlich. Endzone.de. Leser erklärt AR-Code-System von Pokédex 3D. Neue Schwarz- und Weiß-Episoden 1 bis 13 auf Togo.de. Bisafans.de Updates. Alle Updates im Überblick. Schwarz und Weiß. Nun gibt es neue Specials zum Musiktheater und zum Löschen bzw. Erstellen der Gamesync-ID. Pokémon Dungeon. Updates und neue Specials zum Kecleon-Laden und zum Tagebuch. Natürlich waren auch unsere Zeichenkursersteller nicht faul und haben neue Zeichenkurse zu Bisbark, Svarones, Lichtel, Laternecto und Milzer erstellt. Kochen. Nun wurden 56 neue Zutaten und 19 Geräte aus der japanischen und der asiatischen Küche vorgestellt. Das neue Bisacast-Team startet in den nächsten Wochen mit einem Anfangs- und Begrüßungspodcast. Nun ist Teil 1 der Pokémon Gelb Komplettlösung online. Es wurden 25 neue Fanmangas und Comics online gestellt. Diese könnt ihr euch gerne bei uns ansehen. Umfrageereignisse. Fans wünschen sich Linkin Park, die Arzen und Lady Gaga zu Pokémon Events. TV Guide. Berichte zu 674 und 675 sind nun auf unserer Seite auffindbar. Auch die Let's Player haben nicht geschlafen, denn sie haben nun einige weitere Folgen zu Pokémon Grün, Stadium 1, Kristall, Blattgrün, Feuerrot, XD, Platin, Pokémon Danger, Himmel online gestellt. Die Frage der Woche. Welchen Film konnte man vor kurzem auf Pokémon.de sehen?
das Pokémon der Woche. Welches Pokémon ist das? Ab sofort noch kniffliger durch Bildeffekte. Bisa News 16/2011 ab Mittwoch, dem 10. August 2011 auf bisafans.de. Das waren die Bisa News 15/2011. RTL 2 Anime Alarm. Mehr Erwachsene als Kinder schauen Pokémon Anime. Kontaktiert uns über bisanews@bisafans.de.